Mein Vater, der ist selber Berufskraftfahrer und ich bin mit 5 das erste Mal in Paris gewesen mit dem LKW und ja, da bin ich mit aufgewachsen und das hat mir den Weg bereitet, sagen wir mal so. Man findet selten junge Leute, die das jetzt noch machen wollen. Weil alle Fahrer, die man so sieht, das ist ein Durchschnitt zwischen 50 und 60, die im Moment sind. Also Nachwuchs ist ganz, ganz gering. Gerade in Deutschland ist das der Fall, dass im Prinzip der Beruf für junge Leute nicht mehr so attraktiv ist. Dafür gibt es viele Gründe, dass sich in den letzten Jahren natürlich das Transportaufkommen entschieden nach oben entwickelt hat. Wir reagieren mit vielen Mitteln darauf. Da haben wir jetzt auch in den letzten Jahren mehr in Standorte investiert in ganz Deutschland und bauen da Regionalverkehr auf. Das ist unser Konzept, oder eins der Konzepte, wie wir dem Fahrermangel begegnen wollen. Es ist auch schön, als Frau mit Technik umgehen zu können. Mein Platz Nummer 1 ist natürlich Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Das ist natürlich ein schöner Anblick, wenn man mit seinem LKW auf der Straße unterwegs ist. Und ja, herrlich. So seinen eigenen Herr über den LKW, wenn man so auf der Straße unterwegs ist. Ich finde das nur einfach klasse. Ich möchte auch nie was anderes machen. Habe ich von Anfang an gemacht. Immer wieder gut.